So, liebe Leute, herzlich willkommen zurück zu Let's Play SpongeBob. Wir machen heute weiter mit Sandy. Das heißt, wir können heute ein bisschen... Ja, wir müssen heute tatsächlich ein bisschen hantieren, wie auch immer. Schaffen wir das ohne Probleme darüber? Wahrscheinlich nicht, ne? Also, müssen wir mal gucken. Komm ich da wieder runter oder was? Eieiei. Eine Erfrischung. Fresse. Was ist überhaupt so toll daran, leise zu sein? Fresse jetzt! Fresse jetzt! Ich bin tot und der rastet einfach mal komplett aus. Okay, krass. Was flachsen jetzt? Ich hab die komische Kanone schon wieder? Ja gut, doch klar. Klar. Fresse. Gut, ich muss mich hier wieder. Ich muss mich natürlich wieder ein bisschen reingeworfen mit Sandy. Weil wir natürlich wieder schlaffende Roboter sehen. Ich bin jetzt sogar mal kurz da unten. Klackst du jetzt? Waffe, die Kappe. Autsch! Idiot! Kaum zu fassen, dass ich SpongeBobs Unterhose trage. Autsch! Hass dich! Mein Gott. Okay. Also, ja, die Viecher sind nicht ohne. Mit Sandy kann ich nicht so gut schleichen. Mit die Dinger. Aber ich muss jetzt hier irgendwo hoch, ne? An die. Autsch! So. Okay. Leg dich niemals mit Texas an. Alter. Klappe jetzt! Zack! Idiot! Kaum zu fassen, dass ich SpongeBobs Unterhose trage! So. So, ich muss wieder ein bisschen. Mich mal wieder ein bisschen reinhängen. So, jetzt müssen wir gucken, dass wir da irgendwie hochkommen. An den komischen Haken. So. Eine Erfrischung! Gut, okay. Das haben wir ja mitgenommen da oben. Jetzt muss ich gerade nur gucken. Jetzt muss ich mich erst mal ein bisschen. Nochmal, wie gesagt, ich muss mich da wieder ein bisschen einarbeiten jetzt hier. Da oben ist man auch normal, ne? Da können wir doch. Da ist ein Checkpoint. Der ist tot. So, da müssen wir auch noch irgendwie hoch. Aber ich glaube, das geht jetzt wirklich über die Dinger nur, oder? Warte mal. Muss ich da. Komm ich da nicht ran? So? Einfach? Ne, komm ich nicht. Schwöre ab, du lästiges Ding. Autsch! Ja. Klappe jetzt! Okay, schon besser! Tschüss! Ja.
Aber wie muss ich da jetzt? Ich muss ja gerade einen Überblick verschaffen. Ich muss ja da irgendwo an diese komischen Haken. Aber wie kann ich die? Wie kann ich die? Wie komme ich da ran? Hat gerade. Das fanden wir da, ne? Ja gut, da muss ich immer hoch irgendwie. Kaum zu fassen, dass ich SpongeBobs Unterhose trage. Aber da muss ich irgendwo hoch. Da komme ich aber nicht so hoch, ne? Sondern wenn ich da hochgehen könnte. Ja, wenn ich da, wäre das einfacher, wenn. Da muss ich. Wie komme ich da hoch? Da ist so. Da komme ich aber nicht ran. Oh, muss ich da hoch? Aber auf die. Ah! Scheiße, ich habe die Lücke nicht gesehen. Boah, das ist nicht ganz ohne das Ding, ne? Das ist die. So spontan ist es nicht ganz ohne. Jetzt habe ich natürlich wieder die ganze Scheiße an der Backe jetzt. Klappe. Oh, tschüss. Schön. Klappe jetzt. Schwirr ab, du lästiges Ding. Autsch! Ja, kaputt. Kaputt! Eine Abbrechung. Autsch! Ah! Klappe jetzt, Mann! Nerv ich dich. Ah, wie muss ich da hoch? Das ist die große Frage, nächste Frage. Kann ich das nicht nur? Wie komme ich da hoch? An die Dinger ran. Von hier? Da? Ja, guck mal. Ja, scheinbar. Warte mal. Ist doch irgendwo das Ding gerade runtergekommen, oder nicht? Habe ich das gerade falsch gesagt oder habe ich das gerade. Da. Ja, nee, gar nicht. Igitt! Kaum zu fassen, dass ich SpongeBobs Unterhose trage. Wie muss ich das denn machen? Presse jetzt. Nicht so gut wie Texas Barbecue-Soße. Schotter krieg ich nicht aktiviert. Blümchen, aber. Hä? Das ist doch irgendein Sinn, dass ich da hoch muss. Also ich muss doch da irgendwie an das Ding ran, oder nicht? Ich denn da alles? An den Haken daran. Nein! Aber es wäre die Idee wahrscheinlich sogar. Ich muss ja irgendwie an den Haken ran, damit ich rüberkomme, oder nicht? Warte mal, was ist denn?
Warum gehst du da nicht ran? Cindy, hä? Warum gehst du da nicht ran an der Scheißding? Du sollst an den Haken, an die Kugel da springen und dann wäre ich wahrscheinlich sogar drüben. Ich, wie gesagt, dass das richtig ist, aber das richtig ist. Versuchen wir einfach. So, probieren wir es nochmal. Geht's hoch. So, jetzt mal rüber. So, dann haben wir das auch. Und damit habe ich einen weiteren Pfannenwender. Le Pfannenwende. So, so, warte mal. Nehmen wir die kurz mit, die Dinger hier. So. Gut. Jetzt muss ich gerade überlegen. Nee, das ist falsch. Klar, warum nicht? Lass einfach los. Ist kein Problem. Wir machen das schon irgendwie. Aber ich habe zumindest den Pfannenwender. Das ist erstmal das Wichtigste. Ja, geil. Von hier natürlich, ne? Ernsthaft? Klappe. Leg dich niemals mit Texas an. Autsch! Alter! Ja, mein Gott! So. Klappe jetzt! Drecksding. Ja! Schwirr ab, du lästiges Ding! Okay, schon besser! So, gut ist. Ich hoffe, die kann jemand gebrauchen. So, also Fakt ist, ich habe jetzt mal den komischen Pfannenwender, aber ich muss jetzt gucken, dass ich weiterkomme. Wo muss ich denn da lang? Da oben steht noch so ein Hansel. Digga, der Bombe haben hier geschmissen. Irgendwer? Gerade so nebenbei. Also Fakt ist, der ist richtig, der ist durch, das Ding. Aber wo muss ich denn da lang? Da ist wieder. Gut, das ist okay, da muss ich ja rüber. Da bin ich aber schon drüben gewesen. Komm ich da ran? Komm ich so da hoch? Das ist die Unterhose, da ist das Ding. Da ist der nächste Haken. Ich weiß nicht, ob ich da richtig bin. Da war ich doch alles schon oben. Aber wo muss ich denn da lang? Wo muss ich denn da lang jetzt auf einmal? Aber wo muss ich denn da? Das Ding hab ich. Nicht zu erreichen, Mann! Ja! Ja, geil! Ich lass mich rein, ich darf wieder alles von vorne machen. Jetzt bin ich hier, okay. Über hier ein Checkpoint ist, aber wo muss ich denn da. Ja, ernste Frage, wo muss ich da lang? Ja, geil. Ich bin wieder mit Spongy unterwegs. Nerv mich nicht, ey.
Also mal zwei von denen soll da unten rumrennen, aber wo komme ich? Wieso komme ich da nicht weiter? Ich war ja schon. Hey! Ich habe gerade nur. Ich muss gerade zugeben, dass ich gerade ein bisschen planlos bin. Ich weiß nämlich nicht, wie ich weiterkomme. Darüber weiß ich nicht. Da komme ich wahrscheinlich nicht hin. Ich muss ja. Da war ich schon. Da ist eine Socke. Ich habe gerade eigentlich überhaupt keinen Überblick, wo ich da ran muss. So, da unten ist eine Unterhose, soweit ist ja klar, aber halt. Schwamm. Nimm das. Mir kommt schon vor, als wäre ich hier immer gewesen. So, die ganze komische Kanone. Frisch wie eine Frühlingsbrise. Aber hier oben war ich doch schon. Ist doch nicht, ist doch richtig, oder? Also. Ich mach's mal die Kanone kaputt, weil die mir gerade ein bisschen auf den Senkel geht. Ich stehe mit dem. Macht natürlich Sinn. Es hat doch irgendwo einen näheren Sinn, dass ich hier mit Sandy weitermache. An dieser Stelle mit Sandy weitermache. Aber das ist doch sinnfrei. Ich muss ja hier mit Sandy weitermachen, aber wo? Da geht das ja wahrscheinlich tatsächlich über die Dinger da oben, oder nicht? Kawabunga! Nicht so gut wie Texas Barbecue Soße. Ein Ungeziefer weniger. Hiya! Hey, die letzte desto besser. Ja, eine Erfrischung. So, dann ist die auch zumindest. Ich muss ja da wieder. Da muss ich doch bestimmt rüber. Okay, gut zu wissen. Okay, dann haben wir das zumindest auch mal die Aufgabe. So, jetzt muss ich den Typen da irgendwie mal erledigen, weil der mir mit so auf den Senkel kriegt gerade. Tschüss. Bomberman. Und jetzt muss ich, warte mal, dann aktiviere ich mir hier oben die Kiste kurz, dass ich für den Fall, dass ich hier nochmal reinsimmel. Jetzt kann ich hier nochmal einen Char wechseln und war wahrscheinlich auch, ja, Spongy, genau. Und ich muss wahrscheinlich durch diese Röhre da oben durch. So, aber das würde ich sagen, das gehen wir in der nächsten Folge an, weil die Zeit ist schon wieder oben und dann gucken wir mal, was da so erwartet, wie es dann weitergeht hier in diesem Level. Ich bin froh, dass ich erstmal hierher gekommen bin. Bis dann. Tschüss.